Das wird mein vielleicht letztes, aber auf jeden Fall einziges Jammermanifest dieses Erdendaseins, weil es seit fast einem Dreivierteljahr unmöglich ist, mehr als Bikini-Unterwäsche anzuziehen. Ausnahmen aus reiner, liebevoller Höflichkeit Menschen gegenüber, weil es zu heiß zum Schlafen ist, nach wie vor. Es würde draußen vielleicht inzwischen gehen, weil ich Nebel, Nieselregen, kalte Stürme liebe, mehr als fünfmal die Woche depressiv machen, weil ich so scheißverwöhnt bin und gerade mir gebratene Pilze auf Rucola gemacht habe, weil ich so sauer und so wütend bin, ohne mit Schuld zu werfen, weil ich das Ganze mit unheimlichen inneren Gelächter in den Arm nehme, weil ich, bevor ich es überhaupt verstanden habe, wusste als kleines Kind, dass wir uns hier begegnen können und du mich nicht gefunden hast. Das Gelächter sagt dazu, weil ich sowieso nicht bereit war und dankbar bin für die Begegnung, die mir gezeigt hat, diese Formenwelt, diese sich treffen, um etwas zu teilen, reicht mir nicht. Wenn zwei Menschen, zwei Seelen in Menschenhaut miteinander tanzen, dann öffnen sich ganz andere energetische Ebenen. Und danke diesem einen, der mir das geöffnet hat und mich damit für alles Banalere eigentlich verdorben hat. Danke der Seele, die mein Licht und mein Dunkel umarmt hat und mir damit eine Wautür geöffnet hat. Danke der verwandten Seele, die mir die Türen zur Selbstverwirklichung, die Tür dafür, dass inzwischen alles, ob es Gedanken, Bilder, Worte, Daten in fremden Köpfen sind, völlig frei sind und mich das nicht trifft, weil ich diese Freiheit ehre und respektiere, dass mich zu dem fraglosen Folgen meiner Tun-Stimme, meiner Verwirklichung geführt hat. Danke vielen, die da waren, die mir ein Lächeln ins Gesicht durch manche Spiegelungen gezaubert und immer wieder zaubern. Ja, ich bin ja dankbar. Ich bin auch dankbar für die Verwöhnen, für die Zehnmeisterin, die erste, die mir durch ihre Ängste, ihre Aggression die Türen zur Gelassenheit geführt haben und zu diesen nicht verändern, durch das sich erst die Dinge ändern. Danke, dass ich so früh wusste, was getan werden will und dass es da keinen vorgezeichneten Weg gibt und ich krepiere, wenn ich probiere, vorgezeichnete Wege zu gehen. Und ich, also wirklich das reduzierte Ich oder Ego, wie es so gerne genannt wird, durch auch weitergegebene Härte, die ich übernommen habe an mir, das zerstört habe, was für mich eigentlich einen Menschen, das hier auf der Erde in einem Menschensein erst wertvoll macht. Was ich immer erbärmlich fand im Sehen seit Leben. Und durch die Erfahrung ist die Aufgabe, es in Liebe zu erlösen. Vorher geht es nicht. Aber danke, dass ich mir so scheiß viel ausgesucht habe, in dieses Erdenleben unterzubringen. Und
es war auch stimmig, dass mein Ich das zerstört hat, wofür ich hier bin. Zerstört ist ja nichts Endgültiges. Danke, dass ich an all diese Weltbilder, die so rundherum eh langsam eingehen, nie glauben konnte und mich deshalb manchmal wie ein seltsames Wesen in dieser Welt glaubte. Danke, dass ich Dinge nie vom Kopf her machen konnte. Mir kommt es so sonderbar vor, wenn vom Kopf gegessen wird. Ich meine, ich bin nicht die Erste, die sich ihrem Instinkt und so weiter vertraut. Aber eigentlich sollte das ein Jammervideo werden. Danke, dass ich so vieles doch, nachdem andere die Türen in mir öffneten, umsetzen durften und scheinbar alles umsonst ist. Ja, aber danke, weil ich weiß, dass andere Dinge schon da waren, wenn es nötig war für andere. Und aber ich darf wütend sein und danke, dass auf diesem scheiß YouTube-Kanal, der eigentlich völlig umsonst ist, was immer diese seltsamen Impulse in mir wollen, ich ständig mit aufgerissenen Zähnen blitzen und mich möglichst grausig finde, weil der Impuls verlangt, du willst vieles erlösen, stell das, was du grausig findest. Stell nichts in Frage, nimm das, was du siehst, nicht ernst. Die Wahrheit spürst du drunter. Du musst durch dieses Scheinsichtbare gehen. Und manchmal ist das halt alles zum Rrrr. Und danke für die Wesen, die in mein Leben gekommen sind und kamen und... Ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Irgendwie zuerst über diese endlos grausame Hitze, weil ab 25 Grad ist es Mördersommer und es war so viel hell, dass man überhaupt nichts mehr sehen kann, außer es wird dunkel und. Ich verliere schon wieder den Faden. Das passiert manchmal. Und es ist mir selbst wurscht, ist nicht gesehen, nicht erkannt zu werden, ob das nahe Leute sind oder weiter entferntere, weil Seelen erkennen einander sowieso. Das muss die menschliche Seite nicht, das weiß ich eh. Und da ist kein Hunger oder sonst irgendetwas mehr. Nö. So, über das zahnlose Grinsen habe ich schon geschimpft, über das, was ich erfahren musste, weil ich es, ja, ich kann mich auch an andere Leben erinnern, auch in ziemlich finsteren Gestalten. Aber es hat alles, es ist schon alles an richtiger Stelle, das ist mir schon klar, auch wenn es mich ankrotzt, auch wenn mich diese anderen Weltbilder und dieses immer noch kämpfen und anstrengen. Ich im Endeffekt ist das, was ich empfinde, immer Liebe und Mitgefühl und daraus handle ich. Aber zwischendurch darf ich mein, es kotzt mich an, einfach einmal umarmen. Und es ist sowas von okay. Sonst wäre ich nicht zu dem alles darf sein in mir wie an anderen, sonst kommt man nicht zu dem Punkt, das auch umzusetzen. So einfach ist es. Ja, danke, dass ich immer wieder mit vielseitigem Pathos von allen möglichen Seiten übergossen werde, um dann wieder, naja, noch einiges andere zu lösen habe, wie es aussieht. So, ist das jetzt ein Jammer-Manifest?